Die GoFus zu Gast in Bayern, ein Heimspiel für Sepp Maier und Co. Über 100 Teilnehmer kamen auf die Golfanlage Rottbach. Standesgemäß, dank des neuen Mobilitätspartners der GoFus, früher einfach Fahrservice genannt, die Weltmeister gingen in Stellung. Allen voran Sepp Maier, die Katze von Anzing, einer der ganz großen Favoriten. Ach man, Favorit, das habe ich mir gesehen, bei British Open, wer Favorit war, sind alle rausgeflogen. Hat aber auch ein Älterer gewonnen. Ja, also sprechen Sie auch Alter her. Ja, haben Sie recht eigentlich. Vom Alter her müsste ich gewinnen. Kalle Riedle, auch Weltmeister, hatte seinen Jüngsten, den kleinen Dominik, mitgebracht als Lehrling beim großen R. Riedle. Oh, was du Spaß, ich bin mit der Schlechteste hier. Also er, wenn er trifft, dann spielt er, glaube ich, immer besser Golf wie ich. Die Meldung des Tages, das Comeback von Georg Schwarzenbeck. Der ehemalige Putzer vom Kaiser, jetzt an der Tasche von Sohn Martin. Aber das soll noch nicht alles sein. Katsche plant eine eigene Golfkarriere. Alles passt. Spazieren gehen, längere Tour. Du bist in Bewegung, in der Natur. Und wie gesagt, das sind halt Feinheiten beim Golf. Und das ist halt das, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Fußball und Golf. Aber das Feine war doch früher auch Ihre Art. Sie haben doch waren doch mehr der Techniker, oder? Nein, also das kann man nicht sagen. Für Anmut mussten andere sorgen. Michaela Gergleitner, die schnelle Skifahrerin, ist auch eine Go-Fuß, eine golfspielende Fußballerin. Ja gut, früher habe ich viel Fußball gespielt, zum Training auch so. War ja mal links außen. Fußball interessiert mich auch, zum Beispiel der FC Bayern. Und ja, es passt alles zusammen, was Sport ist, denke ich mal. Noch schneller als Michaela Gergleitner, DTM-Pilot Timo Scheider. Der zweifache Meister kam ohne alles. Ein ganz frischer Golfeinsteiger eben. Ich habe jetzt ein Leihback, habe mir von Kalle Riedle die Schuhe ausgeliehen und ein paar Handschuhe und so. Mittlerweile passt ganz gut. Die GoFus, sie helfen, wo sie können. Und Kalle Riedle kennt auch die Golf-Fachausdrücke. Fuck. Sein Sohn noch ohne die Treffsicherheit eines Torjägers. Die Verpflegung wie immer exzellent, wenn auch landestypisch. Wie das so schön heißt, wenn man Kaviar essen kann, muss man auch die Bockwurst vertragen. Ne? Und genauso ist es mit Leberkäse oder mit Fisch, ne? mit dem berühmten Hamburger Sardinenbrötchen. Ne? Stefan Reuter, noch ein Franke und Weltmeister. Ein Schwung wie Bubba Watson, ein echter Longhitter. Lad mal noch einen nach. Und immer einen provisorischen zur Hand. Manni Bender, ein echter Münchner, auf den Grüns mit Ortskenntnis. Und für Martin Bader war es das erste Mal bei den GoFus. Der Manager des 1. FC Nürnberg traf fast jedes Grün. Man kann mal weiterspielen. Christian Hofstetter toppte sie alle. Auch wenn nicht jeder Schlag lang, der gebürtige Augsburger wurde Bruttosieger. Das schönste Ergebnis, 7 Spiel- und Bolzplätze haben die GoFus schon eröffnet. 3 weitere sollen noch in diesem Jahr folgen. Dazu kümmern sich die GoFus um Ausbildungsplätze für motivierte Hauptschüler. Gutes tun und dabei Spaß haben, so ist das bei den GoFus. Ja, in erster Linie, dass man die alten Bekannten, ja, wo man sich früher gegenseitig auf die Hölzer geklopft hat, ja, jetzt klopft man auch hier mit den Hölzer, aber nur auf den kleinen Ball drauf, das ist natürlich schön, gell? Servus. Dass man dann die alten Recken und dann die von ganz früh auch noch, so wie Schorsch Volker oder Bernd Patzke, das ist natürlich schon, sich mit denen nur ein bisschen unterhalten und über die alten Zeiten reden, das ist natürlich schon ein Traum, ja. Die GoFus in Bayern, eine Stimmung fast wie auf dem Oktoberfest, aber bis dahin gibt's noch viel zu tun.